Mir sind drei Sachen passiert. Erstens habe ich ja Returnal nochmal gespielt und gemerkt, wie sehr ich dieses Spiel mag, aber auch wie sehr ich diese Art von Bullet Hell Gameplay abfeiere. Dann habe ich ja mein Video zu den 50 besten Spielen 2023 gemacht und mir ist da auch wieder aufgefallen, wie sehr ich so anspannende, schnelle Spiele mag. Und dann habe ich in Nex Machina reingeschaut. Das ist das Spiel, das Housemarque vor Returnal gemacht haben. Und auch das ist ein Spiel, das so schnell ist, das so überfordernd ist, dass man nicht so schnell denken kann, wie man da handelt. Und dann ist mir eine Idee gekommen. Ich habe mich gefragt, sollte ich mich mit solchen Spielen, die keine richtige Genrebezeichnung haben, nicht auf diesem Kanal mal näher beschäftigen? Spiele, die so schnell sind, die so übertrieben sind, die so drüber sind, dass man kaum noch versteht, was man da selber macht, und bei denen es so ist, dass es für diesen Geisteszustand, den die auslösen, kein Wort gibt, außer vielleicht Hyper Overdrive. Wie funktionieren mega stressige Spiele? Wie erarbeitet man sie sich? Welche Perlen gibt es da noch zu bergen? Schreibt mir eure Tipps gerne in die Kommentare. Folge 1 nächste Woche. Devil Daggers.